Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Das Hexenwerk verfolgt mich. Ich habe Angst vor einer Kamera. Das Hexenwerk, Kamera. Das böse Unheil aus dem Mittelalter. Um Gottes Willen. War eine Kamera jemals fotografiert? Hilfe! Ich werde erschossen. Ich habe Angst vor der Kamera. Hilfe! Bloß nicht! Warum muss man nicht haben? Dann diejenigen, die mit ihren ständigen Vorurteilen kommen. Ignoriert ihr einfach. Wer fotografieren will, soll fotografieren. Ihr müsst keine Angst haben. Es gibt immer Menschen, die leben noch im Mittelalter. Sie sind noch primitiv. Die leben noch im Dinosaurieralter. Alles, was zukunftsorientiert ist, ist abartig böse und gehört in den Müll. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. So, jetzt geht's los. Hilfe, Kamera! Hilfe, Kamera! Hilfe, Kamera! Willkommen. Heute geht es um das Thema Angst vor der Kamera. Warum hat man denn Angst vor der Kamera? Ist schon mal irgendwas Böses passiert? In Großstädten wie Berlin, Hamburg, München, im Ruhrgebiet, aber auch Frankfurt-Oder und alles Mögliche, Oranienburg gehört auch schon in den größeren Regionen dazu, ist Angst vor der Kamera eigentlich ein Fremdwort. Warum? Es ist eigentlich gang und gäbe, damit werden Geschäfte gemacht. Ich erlebe es aber in ländlichen Regionen, aber eher andersrum. Angst vor der Kamera ist sehr, sehr groß. Hier hat man das Gefühl, wenn man da eine Kamera rausholt, dass die andere Person denkt, man möchte sie gleich mit der Kamera erschießen. Wenn man mit so einem Geschoss ankommt, hier, kann ich hier mal machen. Oh, Sonnenbelichtung drauf, auch wenn hier keine Sonne ist. Ausfahren. Ja, perfekt. Dieses Geräusch. Machen vielen schon Angst. Warum? Warum hat man Angst vor der Kamera? Man muss keine Angst haben. Diese Kamera ist nur ein Gegenstand. Dieses Objektiv nimmt nur das fotografierte Objekt auf. Ob es nun lebendig ist oder tot ist. Also lebendig, Mensch, Tier, Lebewesen, Baum, Pflanze, Tod, Tisch, Bildschirm, Objekt. Damit man sich jetzt nicht hier gleich schon am Anfang falsch versteht. Man muss keine Angst vor der Kamera haben. Dann hört man immer so Kommentare, ja, man findet das ja bei YouTube, bei Facebook oder sonst wo, bei Google irgendwo. Ja, ihr werdet doch eh gefunden. Zum Beispiel, warum regen sich Lehrer auf, wenn Aufnahmen gemacht werden? Auf fast jeder Lehrerplattform gibt es ein Forum, wo das Personal fotografiert ist, um die Lehrer vorzustellen. Diese Fotos sind öffentlich im Internet. Die kann jeder sehen. Die werden auch öffentlich immer aufgerufen. Die können Millionen von Menschen täglich sehen. Und da hast du Angst, dich fotografieren zu lassen. Jetzt nur eine Berufsbranche. Oder Omis und Opis. Enkel macht Kind, zum Beispiel zu Weihnachten. Sagt, lass uns mal ein Foto machen mit unserer Torte, die wir gebacken haben, die wir gemacht haben und den Kuchen, die wir gebacken haben und alles Mögliche. Und fotografiert die Familie. Kommt in Facebook rein. Nicht die Eltern, sondern die Enkel. Es sind Millionen von Menschen. Dass der Enkel mit seiner Opa und Oma essen waren. Oder geht er doch mal in die Großstädte. Nehme ich jetzt mal Berlin, Hamburg, München. Ist ein gutes Beispiel. An jedem dritten Dach von einem Wohnhaus ist oben eine Kamera. Big Brother ist also weit verbreitet. Ihr müsst nicht mehr Angst haben, dass die Stasi euch verfolgt. Wir haben unsere eigene Regierung. Also, die Angst vor der Kamera ist nicht gegeben, weil die Kamera ist immer ein Objekt. Der Fotograf, der es macht, ist eine Handlungsperson, die es durchführt. Diese Handlungsperson nutzt es meist für seine Brigadenprojekte da. Fertig. Unternehmen holen sich vorher eine Datensicherung.
und Urheberrecht und Bild am Recht, gegebenenfalls, wenn du einzeln auf dem Bild bist. Wenn du mit mehr als 6, 7 Personen auf meinem Bild bist, braucht man auch keinen Datenschutz und kann sonstiges unterschreiben, weil dann ist das Recht am Bild verweigert, nur verfehlt, anders ausgedrückt. Also, warum muss man denn so primitiv sein und immer noch Angst haben, da sitzt irgendein Stasi-Genosse und hört dann ab und schaut dann zu, macht Fotos so ganz heimlich mit der kleinen Kamera, verteilt es überall, damit derjenige dann verfolgt wird, weil er irgendwie angeblich was falsch gemacht hat. Nein, muss man nicht. Kamera ist nichts Böses. Eine Kamera ist kein Hexenwerk. Das habe ich manchmal das Gefühl. Sobald die Kamera in ländlichen Regionen auftaucht, hat man das Gefühl, man ist die Hexe, die auf dem Scheiterhaufen landet, weil sie eine Kamera rausgeholt hat. Um Gottes Willen, etwas Modernes. Hilfe! Ich möchte im 1500 weiterleben. So hat man das Gefühl. Und das erlebe nicht nur ich so, sondern auch viele Einrichtungen zum Beispiel. Ich habe jetzt mit einigen Einrichtungen geredet. Die einzigen, die Spaß am Film und Fotografieren hatten, waren die Älteren, die ganz Älteren. Alles dazwischen, auch sogar noch die Jüngeren in ländlichen Regionen, weil sie einmal primitiv erzogen worden sind. In meinen Augen. Ich weiß nicht, wie ihr es nennt. Haben einfach Angst davor. Sind aber täglich auf Facebook, YouTube und sonst was. Machen ja auf Instagram ihre Fotos rein. Wollen aber nicht. Wir haben etwas dagegen, wenn irgendwo meine aus Versehen Aufnahme aufkommt. Oder möchten bei Interviews nicht mitmachen oder dies, das, jenes. Weil sie Angst vor der Kamera haben. Machen aber jedes Mal irgendwelche Aufnahmen ins Netz. Das widerspricht sich doch von alleine schon. Warum ist das so? Ich verstehe das manchmal nicht. Für mich ist nur eine Kamera ein Gegenstand, das man benutzt als Mittel zum Zweck, um etwas zu erreichen, ein Ziel, eine Idee, etwas Unsichtbares und etwas Sichtbares zu gestalten. Das, was ich sehe, ist für alle anderen unsichtbar. Mache ich das, fotografiere ich das, ist das, was ich gesehen habe, für alle anderen sichtbar. Das ist der einzige Sinn und Zweck. Für Unternehmen ist es so, dass die damit ihr Geld verdienen. Man macht die Aufnahmen, macht die in die passende Form rein, ob jetzt nun 1:1, 16:9, 9:16, je nachdem welches Format. Macht eine Tonwertkorrektur, macht eine Farbkorrektur, macht die Helligkeitstöne, fügt eventuell noch einen Text mit rein, teilt das Bild, zum Beispiel in der Schräge, zum Beispiel macht dann zum Beispiel auf der linken Seite irgendwie einen Schriftzug, auf der rechten Seite das Bild. Und das ist so, ja, das ist alles am Mittel und Zweck. Ich weiß nicht, warum die Leute so eine permanente Angst vor einer Kamera haben. Die Angst ist eigentlich ungewollt, denn heutzutage ist ganz, ganz wichtig, dass viele Unternehmen arbeiten mit Kameras, ganz einfach wegen der Sichtbarkeit im Internet. Es hängen noch welche hinterher, aber auch die wachen langsam auf und wollen sichtbar werden. Und dann haben sie euch natürlich an der Backe, also ich rede jetzt nur von denjenigen, die noch so primitiv im Kopf sind und Angst davor haben, die das nicht wollen, aber den Unternehmen damit eigentlich helfen könnten, damit Fuß zu fassen, damit das Unternehmen weiter bestehen bleibt. Es kostet nichts. Es tut nicht weh. Ihr werdet nicht erschossen, ihr kommt nicht ins Gefängnis, ihr macht kein Verbrechen. Da braucht ihr auch keine Angst haben. Also, habt weniger Angst vor der Kamera. Das Ding tut euch nicht weh. Es rennt euch auch nicht hinterher. So, na dann, viel Spaß noch. Tschüss. Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.